Jo, sehr schön, dann schwingen wir mal eine Runde. Können wir gleich wieder springen. Aber es ist schon ganz cool gemacht. Besonders wenn man den Weg findet, den man eigentlich braucht. So, dann springen wir mal ab. Was zur Hölle? Schweine. Stimmt, warum bin ich eigentlich bei der anderen Ecke da hochgegangen? Ich war auch ein Idiot. Komm, musst du mal schwingen. Genau, na also, es geht doch. Komm mal ran damit. So, dann schwingen wir uns mal weiter. Das ist schon cool gemacht. Ja! Ihr wollt mich doch alle verarschen, glaube ich, langsam, oder? Oder doch, das wollt ihr. Ihr wollt nichts anderes. Das Spiel will mich verarschen. Ich will mich verarschen. Wir beschweren uns mal nicht weiter. Entweder das eine oder das andere. Entweder es verarscht mich, oder ich bin zu blöd dafür. Was ich eigentlich nicht so empfinde, aber naja, wer weiß. Vielleicht könnt ihr mich da ja aufklären. Los, komm. Zieh dich. So. Ah, so sieht das aus. Wenn man drankommt, ist man auch... Aua. Oh, mitten rein. Hä? Anhalten? Hätte ich da was anderes benutzen sollen? So was ist heute gar nicht mehr gebaut. Die Dinger baue ich in mein Fitnessstudio an. Jo. Ich aber auch. Dann musst du gut trainiert sein, sonst war es das mit dir. Boah, das lief jetzt aber noch besser als sonst. Was ist? Hörst du etwas? Ich spüre etwas. Oh oh. Oh Scheiße, nein. Lalala, wir laufen ganz ruhig. Oh, oh. Flatsch. Ah. Oh, ich habe Ghana vermisst. Du bist mal wieder knapp dem Tod entkommen, was? Da bist du ja, Alistair. Hast du was über das Schwertfragment rausgefunden? Gar nicht mal so wenig. Ich habe die Markierungen auf dem Artefakt exokuliert, um das ganze Muster einigermaßen erkennen zu können. Und dann fand ich... Ups, wir haben ein Problem. Alistair? Sid? Seltsam. Verbindungsproblem. Wow. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Sid? Alles da? Hört ihr nicht? Offenbar. Das gefällt mir gar nicht. Sehr schön. Dann sind wir jetzt schon mal hier. Das können wir dran holen, oder? Nee? Aber so geht's, okay. Ich verstehe. Alles da? All die Satelliten und Computer perfektionieren nur die Kunst, Selbstgespräche zu führen. Naja. Gut. Ich tue ja gerade im Prinzip auch nichts anderes. Ne? Ich führe ja auch gerade theoretisch Selbstgespräche. Wenn man sich das mal richtig überlegt hier. Hallo? Oh. Was zum Teufel treiben die da? Das wollen wir gar nicht wissen. Wahrscheinlich hat Alistair auf den falschen Knopf gedrückt. So. Was haben wir denn da? Oh. Liebste Amelia. In Liebe. Richard. Sid,
Kannst du mich hören? Wo steckst du denn? Das gehörte ihrer Mutter. Na super. Moment, wir machen mal ein bisschen Licht hier. So, und... Oh, das war knapp. Können wir wieder ausmachen. Nein, hier ist niemand. Ich könnte langsam mal ein Medipack gebrauchen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bin ich bald ganz schön aufgeflogen hier. Komm schon, beweg dich. Ha? Komm schon, beweg dich. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah! Warum hat sie die Waffe nicht einfach im Flug weggepackt? Fragen, die man beantworten könnte, wenn man die Antwort wüsste. Okay, ein bisschen weiter nach links und dann können wir weiter. Immer schön weiter nach oben. Nein, nein, nicht nach hinten springen, sondern nach oben. Genau, und jetzt nach hinten. Oh oh, sieht nicht gut aus. Das war blöd. Ja, das habe ich mir gerade nämlich schon gedacht, dass das nicht gut enden wird, weil es da ein bisschen weit nach unten ging, wie ich fand. Na gut, das war definitiv meine Schuld, denn ich bin da reingesprungen. Ich habe gedacht, das würde mich natürlich nicht so mitreißen, aber diese Überlegung war, wie wir gesehen haben, komplett daneben. Hauptsache, das checkt keiner von denen. Das ist ja gar nicht, Kollege. Komm mir ruhig näher, das ist nur der weitere Untergang. Müssen die denn immer so weitermachen? Oh Mann. Oh Mann! Ich muss die erst weghauen. Das geht nicht anders. Oh shit. Die machen mich hier gerade schön fertig. Ja, das sage ich ja. Okay, wir sollten unsere Munition sparen und nicht so viel verballern. Denn die brauchen wir. Und dadurch, na, ich habe zwar volles Leben jetzt, aber es ist trotzdem ein bisschen blöd, finde ich. Genau, und da muss ich einfach vorsichtiger vorgehen. Das ist ja noch die letzte Aktion, die wir heute machen. Aber erstmal müssen wir noch diese ganzen Gegner da plätten. Neu positionieren, damit es dann auch funktioniert. Und dann schauen wir mal. Vielleicht hätte ich die Brücke nicht kaputt machen sollen. Nein, sollte ich wirklich nicht. Siehst du, schon hat man hier... Jetzt spring doch mal weg.
Aua. Na, also geht das schon viel besser. Wenn man nichts kaputt macht, geht das alles definitiv besser. Was bist du eigentlich für einer? Granatwerfer, nein! Den hätte ich aber gerne benutzt. Ah, lief perfekt. Brücke nicht kaputt gemacht, alles tutti. So, wen haben wir hier? Wow! Okay. Ja komm, hier können wir auch noch gerade klettern. So viel Zeit haben wir ja noch. Deswegen sollte man da am besten nicht weitergehen. Okay, ich verstehe. Aber theoretisch sollte ich doch jetzt da ganz einfach weiterkommen, oder nicht? Okay, die Frage hat sich gerade erledigt. Boah, es war knapp. Ist da vorne was? Nö. Lara. Ah. Sie suchen also auch die Kalali-Schlüssel. Perfekt. Nee, tue ich Sie eigentlich nicht. Sie werden lachen, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber nicht doch. Er setzt das Schwert wieder zusammen. Er ist etwa faustgroß. Und Amanda hat rausgefunden, dass er hier ist. Was wissen Sie über Amanda? Wo ist sie? Ihr Vater hat doch hier gegraben, nicht wahr? Stimmt. Naja, Amanda dachte, er könnte den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Erzählen Sie mir von diesem Schwertfragment, mit dem Sie ständig rumfuchteln. Also, ich befasse mich schon länger damit. Und ich habe einiges gelernt. Ich zeige sie. Wow. Was zur Hölle? Das hat sich ja gelohnt. Hier kommt gleich noch eine. Ja, du Vollidiot, ey. Das würden Sie auch gerne. Hey, was machen Sie denn? Ich hab Spaß dabei, dich zu vernichten, du Vollidiot. Das würden Sie auch gerne können, was? Das würden Sie auch gerne können, was? Ich kann doch schon alles, was ich kann, mein Gott. Geben Sie es. Das würden Sie auch gerne können, was? Passen Sie jetzt gut auf. Nö, heute nicht. Ja, mach du mal. Ich kann dir aber immer schön ausweichen, Kollege. Ist dir hoffentlich klar, oder? Auf F ist das wesentlich besser. Sie würden alles tun, diese Wahl zu. Ah ja, heil du dich mal. Das bringt dir nichts mehr. Ihr Spiel wird sich ziemlich platt. Trotzdem hätte sie gerne alles sitzen. Du Vollidiot, ey. Ich mach dich auch noch so fertig. Ist doch egal, was du für Kräfte hast. So, dann wollen wir mal, ne? Bei ihnen ist gar nichts größer. Oh, mach das Ding aus. Richtig, brauche ich aber auch gar nicht. Ich kann sie auch so besiegen. Das ist viel einfacher. Aua. Passen Sie jetzt gut auf. Ja, halt die Fresse, mein Gott. Mach mir hier keinen vor. Ja, du Vollidiot. Danke sehr. Ich bin nicht Ihr Feind, Rutland. Die Teile wurden nicht zerbrochen. Sie sollen sich teilen und wieder zusammenfügen. Macht es der Galali-Schlüssel? Ja. Verraten Sie mir vielleicht, wem es gehörte? Den Kreuzrittern?
König Artus? Geschichte interessiert sich nicht. Dann bleiben Sie doch hier und denken über die Zukunft nach. Aber eine Zukunft ohne mich. Laufen Sie mir lieber nicht nochmal über den Weg. Vielleicht hat Ihr Vater die Galadi-Schlüssel nicht gefunden. Aber das weiß Amanda nicht. Sie ist gerade in ihrem Haus. Was? Hoffentlich sind Sie gut versichert. Deswegen haben wir keinen Funkkontakt mehr. Na endlich! Ich versuche schon ewig, euch zu erreichen. Was ist passiert? Diese Frau, sie kam einfach durch die Tür. Sie hatte eine Art... keine Ahnung, was zum Teufel das war. Ich komme sofort zu sich. Oh, na super. Was? Wo? In Kasastar. Ich bin auf ein Foto gestoßen, das sich mit deinen Fundstücken deckt. Okay. Erstell eine Inventarliste und such ein Ding namens Galali-Schlüssel. Ich mache einst mal einen Ausflug nach Kasachstan. Sieh dir was Warmes an. Ich mag die Kälte. Ich verstehe. Okay, wir haben Zwischensequenzen und Biografien freigeschaltet, beziehungsweise Konzepte. 50 Minuten bei der Jagd auf James Rutland. 2 von 5, 0 von 4, 0 von 1, aber gut. Nun, soweit so gut. Wir schauen uns gerne nochmal an, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Kasachstan, gewähltes Kostüm, ein bisschen kälter. Projekt Carbonic. Wir schauen uns schon mal an, was hier passiert. Scheint Ärger zu geben. Du kommst gerade rechtzeitig. Oder etwas zu spät. Soldaten und Söldner. Oder Amandas Männer. Vermutlich steckt sie dahinter. Das Labor ist an der mit der Militärbasis verbunden. Wissen wir nicht wie. Wenn du die Kommandozentrale findest, sind wir im Spiel. Okay, sobald die Schießerei vorbei ist, solltest du... Ach, komm schon, Sie. Wagen ist was für Weicheier. Und für Leute ohne Fallschirm. Okay, ich sehe mich mal um. Geh du voraus und spring, wenn du... Na gut, springen werden wir erst beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal natürlich. Und ich freue mich schon drauf, hier mal aufzuräumen. Ciao.